Semesterbeginn in Bayern. Über 70.000 Studienanfänger haben sich fürs Wintersemester neu eingeschrieben. Absoluter Rekord. Das heißt für die Studenten überlaufene Vorlesungen, kaum bezahlbare Wohnungen. Und dazu kommen noch die Studiengebühren von rund 500 Euro pro Semester. Unsozial und unklug finden das die Freien Wähler und machen deshalb mobil gegen die Studentenmaut. Michael Piazzolo ist der hochschulpolitische Sprecher der Landtagsfraktion. Man sieht mal wieder, Bayern ist als Letzte dran, sind diejenigen, die immer noch ihre Studierenden abzocken. Nur noch Niedersachsen und Bayern sind diejenigen, die Studiengebühren erheben. Da muss sich dringend etwas ändern und dafür kämpfen wir, dafür stehen wir hier auf der Straße. Für viele Studenten sind die Studiengebühren eine große Belastung. Ich kann fast nicht studieren wegen der Studiengebühren. Ich habe keine Wohnung in München, weil ich sie mir nicht leisten kann. Also ich studiere Ethnologie, ich bekomme kein Lernmaterial, ich darf mir alles selber ausdrucken, Bücher selber kaufen und frage ich mich halt, wo das Geld hingeht. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Studiengebühren irgendwas geändert haben. Also ich habe, bevor die Studiengebühren gekommen sind, auch schon studiert und da habe ich keinen großen Unterschied festgestellt. Es ist eh schon teuer, in München zu studieren und dazu kommen noch die Studiengebühren. Also es ist fast nicht mehr tragbar. Es gibt viele Leute, die gerne in München studieren würden, es sich aber anders überlegen, nur wegen den Kosten, und das ist eigentlich nicht in Ordnung. Es fehlt einfach hinten und vorne an Geld. Das ist das Problem. Das ungerecht ist für die Leute, die es sich nicht leisten können. Das sind Unterschiede in der Bildung, nur wegen der finanziellen Situation, das finde ich ungerecht. Und deshalb freuen sich viele Studenten über das Engagement gegen Studienbeiträge. Die Aktion mit Biss gegen Studiengebühren findet an verschiedenen Unis in Bayern statt. Um die Studiengebühren abzuschaffen, sammelt der Landesverband der Freien Wähler Unterschriften für ein Volksbegehren gegen die Studienbeiträge. Ja, wir haben die letzten 3 Jahre im Landtag immer wieder Anträge gestellt, die Studiengebühren abzuschaffen. Wir haben einen Gesetzesantrag gemacht, wir haben in den Haushaltsverhandlungen da hart verhandelt, aber bis jetzt hat es nichts genützt. Jetzt haben wir ein Volksbegehren gestartet. Wenn sich parlamentarisch nichts ändern lässt, dann wird das Volk entscheiden und dann sind die Studiengebühren weg.